Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In den letzten Videos haben wir ja ausgiebig das neue Update getestet, vor allem die königliche Schlacht. Aber die königliche Schlacht hat ein Problem, und zwar, dass ich einfach nicht so gut bin darin und man eigentlich nur Erfahrungspunkte bekommt, wenn man, glaube ich, unter den besten 10, unter den besten 5 oder unter den besten 3 kommt. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nie über Platz 27 hinaus geschafft. Deswegen müssen wir noch was anderes spielen, denn ich habe noch 2 Tage und 8 Stunden den VIP-Bonus. Und somit sollten wir andere Spielmodi spielen, wo wir vielleicht eine bessere Chance haben, dass wir gewinnen und auch Erfahrungspunkte bekommen. Bei der königlichen Schlacht bekommt man ja auch auf Platz 30, glaube ich, noch immer Pokale. Man muss, glaube ich, nur über die Hälfte der Spieler kommen, damit man Pokale bekommt. Aber na gut, deswegen werden wir uns heute eine neue Waffe kaufen. Und zwar gab es eine Waffe, die ich so oft in den Kommentaren gelesen habe, dass ich sie jetzt einfach mir kaufen muss. Und zwar ist es der Seelentieb. Ihr seid voll begeistert davon, wie ich so merke in den Kommentaren. Ja, was ist der Seelendieb? Der Seelendieb ist eine schwere Waffe mit einer Effizienz von 31. Wenn man ihn gekauft hat, kann man ihn nicht mehr upgraden. Er hat eine Feuerrate von 78, Kapazität 6, was nicht viel ist. Gewicht 65. Ja, er schießt eine Rakete, hat Durchschuss und macht auch Blutung. Deswegen bin ich ja etwas gespannt, was das Teil so drauf hat. Ich würde sagen, wir kaufen uns das gute Stück. Kostet 225 Juwelen und wir drücken hier gleich mal auf Kaufen. Ist sogar eine legendäre Waffe und ich bin schon richtig gespannt, was das Teil so drauf hat. Deswegen würde ich sagen, starten wir hier gleich mal in einen Teamkampf. Was nehmen wir hier? Wir nehmen einfach den himmlischen Garten, da ist anscheinend momentan am meisten los. Deswegen sollte das Matchmaking da auch am schnellsten funktionieren. Momentan spielt, glaube ich, jeder königliche Schlacht, denn ja, das ist immer ziemlich überfüllt. Da kommt man immer sofort in ein Match. So. Es fliegt hier also eine Rakete. Alles klar. Uah. Niedrige Gesundheit. Jetzt schon. Oh, Wiederbelebung. Zum Glück haben wir die dabei. So, das war nicht unser Kill. Leider, leider, leider. So, die Gegner haben 4 Kills. So, treffen wir den mal. Ah, die Raketen, die fliegen extremst langsam. Ich glaube, ich sollte weiter ran an den Spieler. Ich sollte wirklich weiter ran an den Spieler. Ja, Leute, gibt es seit dem Update irgendeine Waffe, wo ihr sagt, nee, die spiele ich einfach nicht mehr, weil sie schlechter gemacht wurde? Es ist ja kein Geheimnis, die Waffen wurden schlechter gemacht seit dem neuen Update, also nicht schlechter gemacht. Einige wurden natürlich auch verbessert oder so, denn ja, es wurde einfach alles mehr gebalanced, denn viel zu starke Waffen wurden einfach schwächer gemacht und vielleicht, ja, schwache Waffen mit Potenzial wurden auch stärker gemacht. Es steht nirgends im Changelog, was da wirklich vor sich gegangen ist, aber ja, man hört es nicht umsonst von allen Seiten, dass das der Fall ist. So, wir haben unseren ersten Kill mit dem Seelendieb. Ich finde die Schussgeschwindigkeit eigentlich ziemlich cool vom Seelendieb. Ah, oh, da ist die Wiederbelebung. Und viele haben ja auch beim neuen Update die neue Lebensleiste bekrittelt. Finde ich nicht, ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ja, da hat man einen besseren Überblick. Ansonsten musste man immer die Herzen zählen und auch die ganzen Schilde zählen. Das fällt jetzt weg. So, wir haben den einmal getestet. Ich will jetzt auf eine andere Map drauf. Spielen wir mal das Ganze auf der Atomstadt. Denn ich glaube, es ist besser mit dem Seelenzieb auf kleineren Maps zu spielen. Da die Rakete wirklich lange fliegt und sie erst Schaden macht, wenn sie beim Gegner angekommen ist. So, weil jetzt weiß ich, ich habe 24 Leben und auch 37 Schild. Und das konnte man früher einfach so schlecht immer sagen. Deswegen finde ich das einfach ziemlich gut, dass sie das jetzt so geändert haben. Es könnte etwas größer sein. Das ist das Einzige, was ich hier sagen muss. Es könnte etwas größer sein. Ah, da ist dieser Gegner. Ich suche den schon die halbe Zeit. Oh, der spielt mit der Zirkuskanone. Ja, komm, lass dich hier mal killen. Na gut, Anti-Jumping-Gewehr. Was ist denn das? Ihr merkt schon, ich bin nicht so der Profi in diesen langsamen Waffen. Immer schön wechseln, dann wieder zu denen und dann wieder wechseln und dann wieder zu denen. Ja, da bin ich noch nicht so Pro drinnen. Haben wir den gekillt? War das ich? Yes! So, Nemesis. Da ist er weg. Finde ja cool, dass der Seelendieb Blutung hat. Ich dachte am Anfang, er ja, hat auch Lebensraub oder wie das auch immer heißt hier bei Pixelgun. So, da er jetzt unsichtbar ist, muss ich mit dem hier spielen. Ah!
Spiele verwendet und empfohlen. Okay, das ist auch jetzt verändert worden alles. Im Großen und Ganzen ist das wirklich ein geiles Update, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wieso viele dieses Update so bekritteln. Ich weiß nicht, wie es sich auf Android anfühlt, aber auf iOS fühlt es sich auf alle Fälle richtig an. So hat er jetzt die Wiederbelebung, oder wie? Kill-Unterstützung, yes! Und unser Team ist vorne. Unser Team ist vorne und es wäre auch schön, wenn mal bei der Statistik am Ende zu sehen wäre, wie viel Kill-Unterstützungen man auch geliefert hat. Das wäre ein Traum. Liebe Pixelgernmacher, macht das bitte. Ändert das. Ich möchte endlich wissen, wie viel Kill-Unterstützungen ich gehabt habe. Weil das zählt ja eigentlich auch. Ist zwar blöd, wenn man nicht den Kill bekommt, aber... So. Da haben wir den erledigt, aber er hat leider die Wiederbelebung. Er hat hier leider die Wiederbelebung. Oh, 10-10. Wir müssen aufholen und ich möchte hier nicht mit der anderen Waffe spielen, wenn ich hier eigentlich den Seelensieb testen will. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute, schwere Waffe. Sie fühlt sich einfach richtig an. So. Wow. Und irgendwer sniped hier. Aber die Gegner bewegen sich alle so schnell. Das ist so... Ja. So schwierig schon. So, Freddy hat ihn sie gekillt. Noch eine Kill-Unterstützung. Es läuft ja. Es läuft ja wirklich. Wir schaffen zwar keinen eigenen Kill fast, aber wir haben wenigstens hier ein paar Kill-Unterstützungen. Und wir haben die Wiederbelebung am Start. Nein! Ja, ihr wisst ja alle, mein Aim... Ah! Komm schon! Yes! War das mein Kill? Ich hoffe es doch sehr. Sieg. Ich habe einen Kill. Ja, ein Kill, Leute. Woo. Zwei Schlüssel bekommen wir, 40 Erfahrungspunkte durch den VIP-Bonus, 8 Münzen und 2 Medaillen. Ja, ich muss ja wirklich mich anstrengen bei den Medaillen sammeln, weil ich möchte etwas besser sein im Clan. So, neue Map, eine kleinere. Nehmen wir das Weiße Haus. Da können die Gegner nicht weg. Vielleicht ist ja das die Map für den Seelensieb. Schauen wir einfach mal rein. Legen wir an den Seelensieb. Lauf nicht davon von mir. Will ich ja nur killen. Ha! Und da ist er, unsichtbar Kill. Ja, du musst dich schon bewegen, wenn du dann unsichtbar bist. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, mein Lieber. Ha! Noch ein Kill! Atomisierer. Und wir haben auch ihn jetzt anscheinend einen Juwel geklaut. Das ging schnell. Keine Ahnung, wo der herkam, dieser Kill, aber es ging richtig schnell. So, 24 Leben haben wir. Ja, die Lebensleiste finde ich einfach besser. Das mit den Herzen fand ich nie gut, weil ich nie wusste, weil sie die ja überlagert haben und wenn man da schnell raufgeguckt hat, hat man das einfach nicht gesehen. Wow! Du Fiesling, du bist unsichtbar. So, jetzt hast du Blutung. Ah! Den Totengräber, ja, natürlich, mit dem Totengräber... Es ist ja auch schön zu spielen und ich glaube, der Totengräber wurde auch seit dem Update verbessert. Denn der hat eine sehr, sehr fette Effizienz. Wow! Raketenwerfer! Ja, ich finde es generell traurig, dass wirklich manche Waffen noch immer One-Hit sind. Das macht wirklich keinen Spaß. Da passt man einfach nicht. Da passt man einfach einmal nicht auf und der Typ killt dich mit dem Raketenwerfer. Was soll das? Müssen wir halt wohl von der Seite rein. Weil er wartet ja direkt darauf, dass man ihn hier in die Finger läuft. Okay, wo ist er hin? Wo? Wo? Blöder Raketenwerfer, wirklich. Da ist ein Fo... Was? Foxy24, was machst du? Hör auf. Ich höre irgendwas. Wenn ich was höre, ist es nie gut. Fire Ashes hat das Spiel verlassen, okay. Hm.
Ach, Leute. Ja, Erfahrungspunkte bekommen wir wenigstens 10. Ich verstehe wirklich nicht, wieso man bei königlichen Spielen keine Erfahrungspunkte bekommt. Finde ich richtig mies, muss ich sagen. Auch wenn man es wirklich lange überlebt hat. Aber ja, trotzdem vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen, obwohl ich jetzt nicht der Beste war hier. So, wir verbessern den nochmal. Der Beste war, aber ja, das ist der Seelenzieb. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr habt ihn so gelobt. Ich weiß nicht. Ja, schreibt mir mal eure Meinung bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Vielen Dank auf alle Fälle bei dir fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Damit du das nicht verpasst, einfach hier unten die Glocke aktivieren. Dann bekommst du eine Benachrichtigung. Wäre auf alle Fälle richtig cool. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Daumen nach oben geben, wenn es gefallen hat. Abo da lassen, wenn du neu bist. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.